Mission 1 Notsignal. Erkennungsmarken gefunden. Okay. Sie haben eine Herausforderung abgeschlossen. Jede Herausforderung bringt Ihnen Rangpunkte und eventuell ästhetische Verbesserungen ein. Sehen Sie Ihre aktive Herausforderung. Escape-Menü. Aha. Okay. Hilfen 9. Töt? Warte, töt. Du meinst wohl tot. 55 mal, ja, hör mal, also das Spiel ist echt krass, ja. Also hier mache ich erstmal einen kleinen Nanu. Ich habe gar nichts gedrückt. Okay. Von alleine passiert ist. Wer ist mit uns auf diesem Schiff? Wir haben keine Kontrolle über die Waffen des Syrakus, Sir. Wir sind unter feindlichem Beschuss. Hier ist Schalter 6-5, ein von Menschen aus dem Kontrollraum angegriffen. Was geht da draußen vor? Keine Ahnung, Junge. Feuer nicht eröffnen, nur erwidern. Können Sie die Brücke der Sulaco erreichen und das Waffensystem ausschalten? Sir, wie zum Teufel? O'Neill, wenn Sie es nicht versuchen, werden sämtliche Marines auf beiden Schiffen sterben. Und nein, das war keine Frage, sondern ein Befehl. Also raus, Marine! Okay, das war's. Scheiße, ich dachte, die können wir ducken die ganze Zeit. Okay, ich hätte vielleicht geradeaus weitergehen müssen. Boah. Captain, wir werden von Menschen aus dem Kontrollraum angegriffen. Was geht da draußen vor? Keine Ahnung. Feuer nicht eröffnen, nur erwidern. Können Sie die Brücke der Sulaco erreichen und das Waffensystem ausschalten? Sir, zum Teufel! Wenn Sie es nicht versuchen, werden sämtliche Marines auf beiden Schiffen sterben. Und nein, das ist keine Frage, sondern ein Befehl. Also los, Marine! Verstanden. Die zweite Salve hat gerade die Sephora getroffen. Wir sollten evakuieren, Sir. Ich habe keine Kontrolle über das Waffensystem. Mal aufsammeln. Alter, hier wird einem ja richtig was geboten in dem Spiel. Das ist ja nicht mal ganz ohne. So, hier hatte ich das von eingesammelt. Na ja, okay. Leertaste springen, komme ich vielleicht rein. Alter. Er läuft dann halt dahin, wo wir... Aber hier haben wir was liegen gelassen.
Da ist er. Bella, Bella, hier ist O'Neill. Hörst du mich? Wir sind hier in einem massiven Gegner. Okay, er läuft da lang. Ich guck erstmal. Ich bin hier. Ich versteck mich in einem Vorratsraum bei Frachtraum 3. O'Neill. Halt dir durch, Kleiner. Wir kommen und holen dich. Das sind private Militärtruppen von Wayland Yutani. Die sind angeheuert. Und was soll das heißen? Das heißt, vergesst die Einsatzregeln. Die verstecken etwas und wir sollten sicher nicht hier sein. Okay, da war vorsichtig. Verstanden, Bell. Ura, macht schon. Bell. Bell. Granaten eignen sich. Geh. Ja, ja, ich weiß. Ach, du. Mieser Lauch, ey. Versperrt! Das ist echt versperrt. Da lieber nicht lang. Schade, kann man nicht nehmen. Wenn wir wenigstens hier oben rumgucken, ja? Aber hier scheint wohl nicht viel zu sein. Das ist kein gutes Zeichen. Was sollen wir tun? Keine Ahnung. Kannst du mit einem Powerloader umgehen? Ich habe da im Training was gelernt. Schalten Sie Powerloader ein. Mit dem Powerloader einen Ausgang. Was? Der Powerloader ist ein Ladungsheber für kurze Strecken. Drücken Sie, um mit dem rechten Arm der Powerloaders zu heben oder anzugreifen und um linken Arm zu benutzen. Oh Gott. Soll ich jetzt machen? Komm schon! Um Gottes Willen, das nehmen wir auf. Actual, sehen Sie das an unserer Kamera? Was sind diese Leute? Ah, eng! Oh, das ist nice. Überall ist hier Munition oder sowas. Wir sind auf jeden Fall wieder voll ausgerüstet. Moment, lass das aber nachladen. Was ist das hier? Oh, da ist jemand drin. Okay, einer, der hatte dieses Alien auf dem Kopf. Da war ich nicht für den Krieg ausgerüstet. Wo ist er jetzt schon wieder hin? Wieso gehst du wieder zurück? Los, geh vor! Wieso muss ich das denn immer? Alter, der Typ gibt mir jetzt auch die Nüsse, ey. Das war knapp. Das war...
Dr. Stanton, Ihr Versetzungsgesuch wird abgelehnt. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass es keinen Anlass zur Nervosität gibt. Ich verstehe, was Sie durchmachen. Glauben Sie mir, vor einigen Wochen war ich genau in Ihrer Situation. Doch man hat mir ausdrücklichst versichert, dass unsere Sicherheit höchste Priorität hat. Sie haben sicherlich schon die neuesten Sicherheitsvorkehrungen unserer Spender bemerkt. Mit den zusätzlichen Soldaten auf der Sulaco sind Sie sicher. Ja, hier ist ja alles zu. Ach so. Gut, dann mache ich aber. Mache ich das mal auf? Alles klar, Herr Kommissar. Junge! Dieses saublädes Vieh, saublädes. Er ist auch da. Das ist lecker. Man hat aber auch nicht. Man hat. Oh, guck mal, O'Neill, Alter. Du siehst irgendwie. Hast du zugenommen? Was ist mit dir? Der sieht dir. Der könnte noch leben, Mama. Hallo, hallo, ey. Damit er nichts mehr mitkriegt. Kein Risiko eingehen. Ich mag diese Viecher überhaupt nicht. Oh. Da war noch ein Zuges. Alter. Was ist? Willst du da stehen bleiben oder was? Willi die Plinse. Pass doch auf da! Ich geh. Geh da kein Risiko ein. Was hast du geschossen? Wo ist er denn hin? Ich glaube, der ist hier rein. Ja! Eieieiei. Phew, okay, das passiert, wenn man. Du Pfeife, Alter. Ich dachte, da kommt der Sophie und er rennt mir vor die Linse, ey. Blöder Sausack, ey. Du musst echt aufpassen hier. Ja, sie... Ich hab... Matschige Angelegenheit.
Und das ist die Speedrunlauf. Immer im Kreis hier. Ja, wenn ich da irgendwie nicht wegkomme, dann muss ich auch springen. Geh weg da, sonst nicke ich dich um. Oh, ey, ey, hier sieht's ja aus, ey. So. Mach mal auf da. Oder nicht? Im Kreis gelaufen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen. Mhm. Ich weiß auch sonst nicht, wo wir hin sollen. Die ist außer Gefecht, die Tür. Wir müssen da irgendwie rein. So. Was haben wir denn hier? Kiep, Eis. Was auch immer das jetzt bewirkt hat, ich habe keinen Plan. So, gut. Jetzt haben wir uns hier erstmal die Eier. Dieses Geräusch macht einen echt krank in der Birne. We'll be right back.